Flux FM in digitaler Gesellschaft. Die digitale Gesellschaft bei Flux FM. Wie jeden Mittwoch, am heutigen Mittwoch, sprechen wir über sogenannte Ransomware, das heißt über Schadprogramme, mit denen kriminelle Hacker und Hexen versuchen, durch Erpressung an die Geldbeutel der Internetnutzer zu kommen. Dafür werden zunächst Dateien auf dem Computer der Betroffenen gekapert und verschlüsselt und dann eben nur gegen ein Lösegeld wieder freigegeben bzw. entschlüsselt. Mit Hilfe des Trojaners mit dem schönen Namen, wie ich finde, CryptXXX, der erst seit 3 Wochen existiert, sind schon jetzt bereits $50.000 erpresst worden, auch weil viele Betroffene bereit sind, eben ein Lösegeld von umgerechnet $500 in Bitcoins zu zahlen, um wieder an ihre Daten zu kommen. Wie man sich im Vorfeld schützen kann und wie man sich als Betroffener verhält, das und noch viel mehr weiß Alexander Sander von der digitalen Gesellschaft. Tag gesagt, haben wir ja schon. Jo. Dann können wir einsteigen. Können wir direkt anfangen. Ja. Sehr super. Ende 2015, Anfang 2016 ist Ransomware auch hier in Germany quasi über Nacht berühmt geworden, weil nicht nur Privatpersonen, sondern auch Krankenhäuser über Erpressungsversuche oder gar geglückte Erpressungen klagten. Warum ist das Thema jetzt nochmal brandaktuell? Warum müssen wir da heute nochmal drüber sprechen? Naja, du hast schon gesagt, jetzt ist ein neuer Trojaner wieder unterwegs, der eben jetzt für Wirbel sorgt. Es war so, dass dieser vorausgegangene Trojaner, der dann eben auch öffentliche Infrastruktur angegriffen hat. Es waren zum Beispiel Gemeinden, die angegriffen wurden oder eben Krankenhäuser, wie du schon erwähnt hattest. Der war dann wie von der Bildfläche verschwunden, also war einfach nicht mehr aktiv. Und jetzt kommt eben ein neuer sozusagen Trojaner zurück, der ähnlich funktioniert, der wahrscheinlich dann auch zu diesen Kriminellen zuzuordnen ist, die damals den Locky auf den Weg gebracht hatten. Ja. Und von daher, da jetzt wieder viele Rechner infiziert sind, viele Leute offensichtlich das Lösegeld bezahlen, ist es einfach ein Thema, über das wir jetzt nochmal reden müssen. Ja. Das heißt, die Leute, die sich sowas ausdenken, was gemein ist, die haben sich jetzt nicht zurückgezogen mit den Gewinnen und leben auf einer Insel und sagen, das reicht für heute, sondern die haben einfach die Serverinfrastruktur nochmal nachbearbeitet oder sowas. Genau, also es gab auch in letzter Zeit einige Festnahmen in dem Bereich, ja, sodass da möglicherweise vielleicht sogar die Drahtzieher hinter den vorausgegangenen Trojanern mit festgenommen wurden. Das ist aber bisher nicht bekannt. Vielleicht haben sich auch einige erstmal, ob des Ermittlungsdrucks etwas zurückgezogen, nochmal überprüft, sozusagen ihre eigenen Möglichkeiten, sich nicht identifizieren zu lassen. Und jetzt gibt es offensichtlich eben eine neue Angriffswelle. Offensichtlich wurden die Botnetze, also die Rechner, die infizierten Rechner, die dann auch zum Beispiel eben solche Trojaner weiter verbreiten, wieder auf den Weg gebracht und das nimmt eben, wie gesagt, wieder relativ große Ausmaße an. Jetzt hatte ich ja ungefähr erklärt, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, ich hatte erklärt, die Daten werden verschlüsselt, du kommst nicht mehr an deinen eigenen Kram ran und dann kommt irgendwann das Erpresserschreiben auf virtuellem Wege und das eröffnet dir die Möglichkeit, wieder ranzukommen an deinen Kram, aber eben nur Gegenzahlung eines Lösegeldes, was ich aber nicht erklärt. Und das noch nicht mal immer. Ja? Ja. Also das ist nicht mal sicher, dass wenn man das Lösegeld bezahlt, genau, dass man dann auch die Daten wiederbekommt. Da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, wenn wir darüber reden, ob man bezahlen soll oder nicht. Das haben wir jetzt im Prinzip schon ein bisschen vorweggenommen. Eher nicht. Aber jetzt lass uns nochmal zurückkommen auf den ersten Schritt. Wie landet denn diese Ransomware überhaupt auf meinem Rechner? Ist das diese klassische Geschichte mit dem falschen Link, den man angeklickt hat? Das ist ein Weg. Also das ist sicherlich eben der klassische Weg. Man geht auf irgendwelche zwielichtigen Seiten im Internet, hat keinen Adblocker, vielleicht auch keine Scriptblocker oder ähnliches. Und dann wird eben über diese Website, ohne dass man es wirklich mitbekommt, im Hintergrund sozusagen diese Software, diese Trojaner auf den Rechner gespielt. Ja. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass man E-Mail-Anhänge öffnet. Das ist ja auch relativ bekannt. Man bekommt so E-Mails von sehr merkwürdigen Absendern, die dann dazu auffordern, irgendwelche Bankdaten einzugeben oder ähnliches. Und hier gibt es aber eben auch sehr viele E-Mails, wo dann einfach gesagt wird, öffnen Sie diesen Anhang oder klicken Sie hierhin oder machen Sie dort. Und viele Leute machen das offensichtlich, denn sonst würde dieses Geschäftsmodell ja nicht existieren. Ja. Und man muss aber auch sagen, dass diese E-Mails immer raffinierter werden. Ja. Also momentan ist zum Beispiel eine E-Mail von so einem Schornsteinfeger-Service im Umlauf, wo dann eben gesagt wird, ja, die jährliche Überprüfung findet statt und wer weiß schon, wie sein Schornsteinfeger heißt. Ja. Ja. Und da können natürlich viele Leute dann einfach draufklicken, weil sie denken, ja, möglicherweise kann ja sein. Also man muss immer genau schauen eben auf Absender und macht das Sinn, was da drinne steht. Ein anderer Weg ist, neben eben E-Mails und auf Links klicken, ist natürlich dann auch tatsächlich das physische Herantreten an einen Rechner. Ja. Also das sollte man auch nicht unterschätzen. Auch hier sehr beliebt zum Beispiel, aber eher für Unternehmen kritisch, ist, dass irgendwo USB-Sticks kostenlos verteilt werden, die Leute dann relativ unbedarft in ihre Rechner reinstecken. Da weiß man auch nie, was auf solchen Geräten am Ende drauf ist.
Und dann natürlich auch klassische Downloads. Also wenn man sich halblegale, illegale Sachen runterlädt, kann man eigentlich immer damit rechnen, dass dann entsprechende Trojaner mit auf den Weg gebracht werden. Aber bei all diesen Sachen muss man auch sagen, dass insbesondere auch im legalen Bereich immer mehr solche Trojaner ihren Weg finden, eben auch über ganz klassische legale Websites, über legale Downloads, wo sich dann eben solche Trojaner versuchen einzunisten und darüber eben zu entsprechend zu verbreiten. Jetzt fragt man sich auch noch, welche Daten oder Dateien haben die Erpresser und Erpresserinnen denn da im Blick? Wie werden die verschlüsselt? Also sie versuchen natürlich möglichst sehr wertvolle Daten zu verschlüsseln, die eben auch die Leute dazu bringt, dann Geld zu bezahlen dafür. Also wenn das jetzt irgendwelche belanglosen Dateien wären, dann würden die Leute ja sagen, mir egal, brauche ich nicht, egal. Ja. Aber sie versuchen natürlich zum Beispiel in den eigenen Dateienordner von Windows zu kommen oder sowas. Oder wo Leute eben klassischerweise möglichst private Daten eben ablegen, Daten, die sehr wichtig sind für den Alltag oder ähnliches. Und dort wird versucht anzusetzen und diese Daten eben zu verschlüsseln und damit für die Nutzerinnen und Nutzer erstmal unbrauchbar zu machen. Aber auch hier muss man natürlich sagen, gibt halt unterschiedliche Kategorien von Angriffen. Also manche machen auch ganz einfache Angriffe, indem sie einfach nur so ein Pop-up-Fenster im Grunde aufmachen, wenn man Windows startet zum Beispiel, wo dann sagt, zahlen Sie jetzt. Und das kann man relativ einfach umgehen, aber man muss eben wissen, wie. Ja, und man muss wissen, dass die Daten nicht wirklich verschlüsselt oder weg sind. Ne? Da muss man auch erstmal den Mut haben. Exakt. Viele haben auch eben sehr schlechte Verschlüsselungsstandards, die relativ einfach zu knacken sind. Aber es gibt eben auch sehr, sehr fiese solche Trojaner, die wirklich also die neuesten Verschlüsselungstechnologien nutzen und hier auch wirklich also in die Tiefe des Systems sozusagen eingreifen, wo es wirklich auch für Sicherheitsexperten sehr schwer wird, an die Daten dann tatsächlich wieder ranzukommen. Und von daher, also kann man das nicht ganz generell sagen, aber grundsätzlich zielt es eben immer auf die personenbezogenen Daten ab und dann natürlich der Versuch, eben dort möglichst viel Geld rauszuziehen. Und das ist auch der Grund dafür, dass es bei Krankenhäusern ganz gut funktioniert hat mit den Erpressungen, denn da waren es Patientendaten, die natürlich höchst sensibel sind und die möchte man definitiv zurückhaben und die eben nicht im Internet herumschwirren sehen. Jetzt hast du das Windows-Betriebssystem erwähnt. Ist das denn noch unsicherer, als wenn man jetzt auf Linux-Basis arbeitet oder mit Mac, oder sind da quasi alle Nutzerinnen gleich betroffen? Ist im Grunde grenzenlos. Ja. Also auch Smartphones sind betroffen. Man sieht insbesondere im Smartphone-Bereich da insbesondere Android, aber wie gesagt, es ist nichts auszunehmen, eben eine Entwicklung, die auch sprunghaft ansteigt, dass eben vor allen Dingen Mobiltelefone angegriffen werden. Hier sind ja auch sehr viele personenbezogene Daten von vielen Leuten drauf. Aber auch es zieht sich durch sämtliche Betriebssysteme. Grundsätzlich bei Angriffen ist es natürlich immer so, dass Systeme, die besonders viel genutzt werden und die besonders viele Schwachstellen haben, besonders gerne angegriffen werden. Sehr beliebt ist zum Beispiel der Flash-Player, der immer wieder angegriffen wird. Hier bietet sich zum Beispiel an, einfach gar keinen Flash-Player zu haben und auf Alternativen umzusteigen. Aber eben auch viel genutzte Betriebssysteme, weil das Ding ist natürlich, dass wenn ich einmal so einen Trojaner programmiert habe und den möglichst breit streuen will, ist es natürlich so, dass man, wenn man viele Menschen mit denselben Einstellungen, mit demselben Betriebssystem im Internet hat, dass man dann die Verbreitung deutlich vereinfachen kann im Vergleich zum Beispiel zu Betriebssystemen, die jetzt nicht so viele Leute benutzen. Was aber, wie gesagt, keine hundertprozentige Sicherheit am Ende des Tages darstellt. Ja. Wie man sich am allerbesten schützen kann vor Ransomware oder wie man sich verhalten sollte, wenn man einen solchen Trojaner auf dem heimischen Rechner entdeckt, das werden wir gleich klären. Wir hören zwischendurch nochmal Musik, damit man ein bisschen runterkommt. Zur Entspannung. Ja, zur Entspannung. Da kriegt man echt direkt ein bisschen Angst. Wir hören an dieser Stelle eine Band mit dem schönen Namen Nice As Fuck und ihre erste Single Door. Bei mir im Studio ist immer noch Alexander Sander. Wir sprechen über Ransomware und die Renaissance, muss man ja fast schon sagen, dieser Schadsoftware, die Daten auf dem heimischen Computer verschlüsselt. Dann kommt eine E-Mail unter Umständen mit der Aufforderung, Lösegeld zu bezahlen und mit der Ankündigung, dass Nachzahlung des Lösegelds die verschlüsselten Daten wieder entschlüsselt werden, dass sie dann quasi wieder zur Verfügung stehen. Das stimmt so meistens auch nicht. Das werden wir gleich noch besprechen. Ja. Jetzt aber nochmal zum Ausmaß der ganzen Geschichte. Du hast mir eben, als der Song lief, erschreckende Zahlen genannt. Genau. Über 90% der Phishing-Mails, die derzeit rumgehen, also Mails mit Anhängen dran, die man nicht klicken sollte, über 90% sind im Prinzip der Startschuss für die Ransomware auf dem heimischen Rechner. Und dann hast du noch erzählt, wie viele Betriebe also und Geschäfte. Jedes dritte Unternehmen hat im letzten halben Jahr
entsprechende, also war betroffen von solchen Ransomware-Trojanern. Also jedes dritte Unternehmen im letzten halben Jahr. Also das ist natürlich ein gigantisches Ausmaß. Ja. Und auch hier vielleicht nochmal, für Mobilgeräte gab es im ersten Quartal 2016 880.000 neue Trojaner. What? Also das sind ungefähr eben die Ausmaße, mit denen wir gerade zu tun haben. Das ist also dreimal mehr als im Vorjahr. Also es ist wirklich eine großartige Renaissance, wenn man so sagen möchte. Also hier geht's wirklich im Millionenbereich. Also hier wird auch wirklich viel Geld verdient und es ist eben nicht so, dass es nur wenig Betroffene gibt. Es war eben in der Vergangenheit so, dass vor allen Dingen im Unternehmen nicht so gerne sagen, dass sie gehackt wurden. Deswegen ist es eben zum Beispiel in dem Fall des Krankenhauses oder der Gemeinde erst so richtig öffentlich geworden. Man hat dazu auch ein bisschen geforscht eben zu dem Thema und kommt dann eben auf solche Zahlen, die ja wirklich also außergewöhnlich sind. Woran liegt denn, dass immer mehr Hacker und Hexen, hast du mir vorhin erklärt, heißt es offiziell, wieso gibt es immer mehr Hacker und Hexen, die sich auf diese Weise bereichern wollen und eben auch können? Da gibt es ja in der Tat mittlerweile schon Seiten im Netz, wo man sich so eine Ransomware zusammenbasteln kann, obwohl man gar kein großartiger Coder oder Programmierer ist. Genau, das ist das Problem, dass eigentlich jedes Script-Kiddie, jeder, der irgendeinen Internetanschluss hat, im Grunde sich so ein Trojaner relativ zügig selber zusammenklicken kann. Also die Eintrittsschwelle sozusagen ist extrem gering, um so ein Ding auf den Weg zu bringen. Das werden natürlich dann nicht die Ausgeklügelten und Besten sein, mit denen man dann in drei Wochen eben die $50,000 zusammensammelt. Aber es ist eben sehr, sehr einfach für die Leute, solche Software auf den Weg zu bringen und dann natürlich auch für die Cyberkriminellen. Auch das sind ja dann richtige Banden, die da eben organisiert mit sowas vorgehen, dann auch solche riesengroßen, millionenhaften Botnetze zusammenbauen, die dann Milliarden solcher E-Mails am Tag herausfeuern. Die haben natürlich, wie gesagt, wenn man dann solche Zahlen sieht, was man in drei Wochen verdienen kann, ein großes Interesse daran, ihre Arbeitsenergie, wenn man das so sagen mag, eben darauf zu kanalisieren, eher illegale Dinge zu tun und damit dann möglichst schnell sich ein schönes Leben machen zu können. Ja. Weil es eben so enorm einfach ist und weil eben viele Verbraucherinnen und Verbraucher eben doch noch eben zahlen und eben im Schreckmoment offensichtlich ihre Geldbörse öffnen und damit natürlich dann auch diesen Prozess bestärken, weil je mehr Leute damit Geld verdienen, desto mehr Leute haben Interesse daran, Geld zu verdienen, desto besser wird natürlich auch die Software in ihrem Sinne, desto besser funktionieren die Angriffe, desto besser sind die Daten verschlüsselt und so weiter und so fort. Wenn man sich ein bisschen auskennt, dann kann man die Verschlüsselungsart und Weise ja unter Umständen ausmachen und sich quasi die Daten selbst wieder freischaufeln, wenn man es so formulieren kann. Das können aber einfach die wenigsten und das ist dann wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum viele Betroffene sagen, ich bezahle jetzt schnell die $500 in Bitcoins umgerechnet. Genau, das Problem ist, dass dann meistens auch relativ kurze Fristen gesetzt werden. Also zahlen Sie in den nächsten 24 Stunden, sonst ist alles weg. Und da wird natürlich auch nochmal so eine Drucksituation aufgebaut. Aber es bietet sich an, erstmal Ruhe zu bewahren, mit einem zweiten Gerät, was einem hoffentlich noch zur Verfügung steht oder sonst vielleicht mal Nachbarn fragen, eben dort mal zu schauen im Internet, ob jemand schon mal mit diesem Problem konfrontiert war und dann eben nach Lösungen zu suchen. Weil oft gibt es eben tatsächlich, wenn das von solchen Script-Kiddies, also Leuten, die sich eigentlich nicht wirklich mit dieser mit dem Code auskennen, mit dem Programmieren auskennen, die sich dann eben selber sowas zusammenklicken. Ja. Die sind dann eben auch relativ schnell wieder selbst zu entschlüsseln. Die kann man relativ schnell selbst auch vom Rechner runterkriegen. Da gibt's dann entsprechende Anleitungen, die man relativ schnell mit einer kurzen Suche im Internet findet. Also man sollte erstmal Ruhe bewahren. Suchen, was ist das Problem und schauen, ob man es gegebenenfalls selber lösen kann. Ja. Man sollte auf jeden Fall auch zur Polizei gehen, Anzeige erstatten, dort eben auch mit dem Problem vorstellig werden. Vielleicht haben die eben auch schon mit dem Problem zu tun gehabt und können dann eben entsprechende Tipps geben, wie man die entsprechende Software wieder vom Rechner gibt. Aber wie gesagt, man muss natürlich auch sehen, es gibt bestimmte Verschlüsselungsmethoden, die einfach nahezu unmöglich sind zu knacken. Da ist man dann mehrere Lichtjahre im Grunde damit beschäftigt. Das wird dann nichts. Deswegen gibt's nur eben die klassischen alten Methoden, wie man sich schützen kann. Immer mal eine Datensicherung machen. Ja, auch das eine gute Idee. Dann kann man nämlich sagen, es ist gut, mein Freund, dass du meine Daten gekapert hast, aber ich habe die als Backup auf der externen Festplatte. Genau. Insofern brauche ich die Originaldateien gar nicht. Und man muss ja keine Angst haben in dem Fall, dass die Daten bei den Kriminellen gelandet sind, sondern das Ziel ist ja eben, die Daten auf dem Rechner zu verschlüsseln, wenn man die dann einfach sozusagen die Festplatte formatiert, alles neu macht. Ja. Und eben mit seinen gesicherten Daten, die man auf einer externen Festplatte zum Beispiel gespeichert hat, weiterarbeitet,
hat man kein Problem. Also erste Bürgerpflicht ist Backuppen. Immer. Die zweite ist nicht auf verdächtige Links klicken, sich keine geschenkten USB-Sticks in den Rechner stecken. Ja, genau. Und aufpassen bei den E-Mail-Anhängen vor allen Dingen. Ja. Und dann kann man, wenn man betroffen ist, aber durchaus im Netz nochmal nachgoogeln, wie sich da andere Leute verhalten haben. Oft ist es ja so, dass es eben sich um Trojaner handelt, die entweder schon bekannt sind oder die von der Form her relativ gleich sind, sodass dann natürlich auch die Antivirenfirmen und die Antivirenprogramme versuchen, hier möglichst schnell Lösungen auf den Markt zu bringen, um eben diese Software wieder zu entfernen. Mhm. Und oft findet man dann eben entweder direkt mit einem guten Virenscanner diese Dateien, kann die wieder löschen. Oder aber man findet dann für sein spezifisches Problem extra nochmal eben entsprechende Software, die man sich runterladen kann. Das sind ja kleine Dateien, die dann eben die entsprechenden Trojaner wieder vom Rechner entfernen und man so wieder an seine Daten herankommt, ohne dass man dafür bezahlen muss. Also, auch das ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Wenn euch Ransomware untergejubelt wurde, dann erstmal Ruhe bewahren, nicht bezahlen, sich durchaus auch an die Polizei wenden und dann mit einem Zweitgerät oder mit dem Gerät des Nachbarn im Netz mal nach Lösungen gucken. Und man muss natürlich auch bedenken, dass wenn man bezahlen sollte, unterstützt man natürlich die Aktivitäten dieser Leute. Und das bedeutet, es ist ein Erfolgserlebnis für die und dann machen die natürlich weiter. Ja. Dieses System funktioniert nur, wenn Leute bezahlen. Wenn keiner bezahlt, wird sich das auch relativ schnell in Luft auflösen, weil dann natürlich die Kriminellen kein Interesse daran haben, monatelang für nichts zu arbeiten. Von daher ist es aus verschiedenen Gründen sehr, sehr wichtig, nicht zahlen. Da muss man aber den CryptXXX-People schon fast wieder Props aussprechen dafür, dass sie den Leuten noch erklären, wie man Bitcoins erwirbt. Ist richtig. Auf der anderen Seite auch ganz interessant, so kommen Leute zu ganz neuen Zahlungsmethoden im Internet und lernen so zum Beispiel den Bitcoin kennen. Learning the hard way, sagt der Engländer, glaube ich. Wer sich noch weiter informieren möchte zum Thema, der geht diesmal auf die Seite botfrei.de. Die können wir empfehlen. Da gibt's die wichtigsten Informationen zum Thema Ransomware und zu den Möglichkeiten, die es gibt, sich vor dieser zu schützen. Ansonsten könnt ihr gerne natürlich auch für weitere Themen, die das Netz betreffen, vorbeigehen auf der Website der digitalen Gesellschaft, digitalegesellschaft.de. Alexander Sander war bei mir im Studio. Vielen Dank nochmal. Gerne, danke. Bis zur nächsten Woche. Und E-Mail-Anhänge checken, keine USB-Sticks zulassen und im Fall, dass ihr betroffen seid, dann Ruhe bewahren erstmal. Genau. Und nicht bezahlen. Und keine Links klicken auf keine zwei Seiten. Gut, das haben wir nochmal gut zusammengefasst. Vielen Dank, Alex. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke dir.